Willkommen zurück zu einer neuen kindervernichtenden Folge South Park Snow Day mit einem Mann, der rücksichtslos Kindern vom Fahrrad schubst. Mal. Ich mag Kinder nicht, weil Kinder sind auch Druiden und Druiden sind gefährlich. Okay, Merl. Okay. Guck mal, das ist eine alte Druhmagierin. Ja, nee, die ist nicht Druh. Druhs sind unsere Feinde. Ich weiß. Was die ist cool, die raucht. Erhöht die Seltenheit der Karte Napalm. Brandflecken bleiben 5 Sekunden lang bestehen. Erhöht die Stufe all deiner Upgrade-Karten um 1. Fülle alle verbrauchten Bullen. Nee, dafür solltest du deinen Beratern danken. Danke deinen Begleitern für diesen Moment der Ruhe, Neuling. Alles nochmal geupgradet. So, du kleiner Dru, wo müssen wir hin? Na, oben die Tür aufmachen, denke ich. Gibt's hier noch irgendwas so an Special Sonderloot? Oder nothing? Nee, ne? Hier vielleicht noch was in der Spalte. Ich glaube, wir haben alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Ja gut, dann schauen wir mal rein. Knack und back, du. Was ist das hier unten? Die sehen den Neuling! Nein, wir sind nicht neu! Abgelehnt. Oh nein. Ich beschwöre eine Armee. Spar dir doch für die Baus. Weil wenn du gegen den Marshwalker kämpfen musst, sind so Sachen wichtig. Hast du hier den Bullenritt? Ja. Ich bin nicht genug angepisst. Ich bin nicht genug angepisst, um ihn zu benutzen. Boah, Alter, da der Hockeykleiter. Was ist der denn für einer? Boah, der ist richtig strong. Ey, die haben Hockeyspieler in ihrer Gruppe. Nein. Oh, er hält mich fest, ich muss fliehen. Boah, guck mal, mein Kram halt jetzt anstelle von 5, 6, weil ich alle meine Fähigkeiten etwas aufgelevelt habe. Alle gelevelt dash. Boah! Was? Die Rammen! Nein, mein Schild! Boah, hier sind irgendwie so kleine Windeln oder sowas, so Brandwindeln. Warum zieht Agro von den Leuten? Scheiße, das tut echt so weh. Viel Schaden, Alter. Ja, weil du unser Agro-Magier bist. Spring in den tiefen Schnee, um die Flammen zu ersticken. Und du brennst. Komm, alles. Ich bin schon wieder tot. Brenne ich. Ich wurde gerade von 3 großen Hockeyspielern geprügelt. Ich duelliere mich hier gerade auch mit einem Hockeyspieler. Ich werde dir die Fresse polieren. Ja, bitteschön. Gib mir ein paar Käsebällchen. Boah! Scheiße! Der dumme Viertklässler hat mich geschnitten! Viertklässler? Du bist ein Viertklässler, das ist ein Fünftklässler. Alter, der ist doch explodiert. Im Anflug! Hey! Ach, hier oben sind so Mörser-Barbaren aus den Marschlanden. Ja, ich bin tot. Darf ich das wiederholen? Darf ich das wiederholen? Nein, Kind! Du musst die Regeln akzeptieren, Kind. Hüte die Regeln. Ich bin tot. Wie gute Arbeit, Neuling. Schnapp dir deine Siegesbeute und los geht's. Oh, hier liegt doch überall dunkle Materiegläser und so. Ja, aber hier ist auch noch ein Marshwalker. Die toten Kinder machen Schneeengel. Klar, was würdest du denn machen? Dumm rumliegen? Ja, wenn man ist tot. Ja, aber ein bisschen Schneeengeln geht immer, weil du bist ja jetzt ein Engel. Weil du einer von den Guten warst. Nee, oh, das war ein Marschwalker. Stimmt irgendwas? Oh, hier ist nochmal dunkle Materie. Hinten hast du denn alles mitgenommen? Weil dunkle Materie ist natürlich der harte Nougat, ne? Ja. Ich glaub, kann man eigentlich so einen Cartman zerlegen? Guck mal, die hängen ja hier so rum. Weiß ich nicht. Ach so. Wie kommen wir da hin? Ja, mit Dive, aber... Bist du hingekommen? Ja, aber... Ich komm nicht so richtig dran. Nee. Kann man runterschießen? Treff ich ihn? Nee. Vielleicht mit einem Bogen, ne? Das, ja, könnte sein. So mit einem Bogen upburn, den alten Card Menace. Was mache ich ja nur mit diese Kinder? Hier ist noch ein bisschen Knusper-Snack. Hey, Krieger. Warte mal, hier drüben ist auch noch was. Kleines Mülltonny. Nee, was ist hier denn? Kann man da hoch? Ach so, das stimmt.
Aber ja, hier stand ein Gegner, aber. Ja, war nichts. Ja, war hier so eine. Destroy. Guck mal, hier steht aber Destroy. Kann ja, das zerstören? Nee. Da stand eine Mülltonne davor, die hatte ich schon zerhauen, aber. Hier ist so eine Kiste. Mal dick Klopapier raus. Na hallo. Materie. Bisschen Materie. Hat jemand reingeknuspert. Ich habe hier eine tolle Auswahl, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, steck dich aber mit in Brand. Je geringer deine Gesundheit, desto mehr Schaden fügst du zu, bis zu 50%. Ah, nee, ich hole mir erbitterte Prämie. Ich habe mir die Tesla-Spule geholt. Wohl. Das macht den Stab mächtiger. Wenn ein Zauberer bei sich zu Hause mit Hilfe von Magie putzt, ist bei ihm alles Zauber. Es ist halt so dumm, das ist, ne? Findest du und vernichte seine Armee. Tritt ihm in die Eier, wenn du kannst. Hey, hier drüben! Deine Armee wird dir nicht helfen, Cartman. Du wirst heute sterben. Was hast du gesagt? Ich sagte, du wirst heute sterben. Fick dich, du wirst sterben. Was? Ich sagte, fick dich, du wirst... Ah, vergiss es, lass uns loslegen. Egal, lass uns loslegen. Das habe ich gesagt, los geht's. Ha! Shit, 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 shit. Ha! Die Neulinge sind tot. Nein! Stimmt nicht. Nein, nur größtenteils tot. Ich kann sie mit meinen Zauberkräften zurückholen. Ja, deine Axt hat bloß Durchfall verursacht. Durchfall verursacht nur 99 Schaden. Dann bleibt ein Punkt übrig. Das ist unfair. Ey, ich mach die Regeln nicht. Wobei, irgendwie schon. Ha! Butters, welche Scheiß-Quest hat's denn diese Axt eingebracht? Hier steht, dass er mehrere Kraftproben bestanden hat, um Fläschchen mit mysteriösen Schleim zu sammeln. Mit dem Glibber schmiedet er eine Axt von unvorstellbarer Stärke. Ziemlich cool, was? Das ist nicht fair, Butters. Lass dir was einfallen, damit ich Stan schlage. Naja, es gibt eine offizielle Alles-was-du-kannst-kann-ich-auch-Klausel im Regelbuch. Technisch gesehen kannst du Stans Quest machen und kriegst seine geheime Kraft. Oh gut, mach das, Neuling. Beende die Quest, erhalte Macht und blamier mich nicht. Mit dem Zauber ist deine Gesundheit auf 100. Alles muss ich selber machen. Mir wird klar, ich bin ein hervorragender South Park Autor. Weißt du, so fürs Serien. Ich weiß viel über Durchfall. Ja, ja, man muss viel über Durchfall wissen. Ja, man muss wirklich viel über Durchfall wissen. Wenn du den Boden berührst, stirbst du diesmal wirklich. Ich meine es ernst. Meine Zauberermagie braucht Zeit, um sich aufzuladen. Und ich hatte höchstens ein einstündiges Nickerchen. Wenn überhaupt. Mal, können wir hier hoch? Ja, müssen wir. Oh, da, aber da drüben war auch noch ein Weg. Müssen wir auch noch abchecken. Mist. Er steht, bleibt von der Straße weg, deswegen nutze die Dächer. Wir müssen hier oben lang. Ja, aber was ist das? Ich klebe in irgendwas. Ich habe Durchfall. Ja, wir haben doch Durchfall bekommen. Wir haben 99% Schaden und Durchfall gekriegt. Ich hab eine hohe Menge Durchfall. Nein! Du wagst es? Boah, der ist richtig Taco, der Kollege da drüben. Boah, da oben ist eine lila Kiste auf dem Ding. Oh nein! Oh, scheiße! Ah, geht's richtig rund. Nein, danke! Ah, ich kack mich ein, oh Gott! Hinter dem Schild, Leute, na lo! Hier oben ist eine lila Kiste! Ja, aber hier unten sind die Barbaren eingefallen. Oh, dunkle Materie. Die ganze Kiste war vollgeschissen. Ja, aber wie gesagt, hier ist so viel dunkle Materie, die mich töten will. Ja, hier oben kämpfen auch Leute. Ich gab's euch und es wird euch gefallen. Wow, wow. Höllensturm. Hier ist auch eine Kiste. Eine materielle, glaube ich. Materielle. Ich dachte, das fühlt sich anders an. Hast du da ganz oben auf diesem kleinen Türmchen? Ja. Ja, da war gut Materie drin. Aber komm mal her, komm mal zu mir. Und zwar
Nicht auf die Straße, sondern hier. Konnte, oder? Als Unparteiischer kann ich nicht sagen, wie cool eine Wiederauferstehung wäre. Das da meine ich. Ist ja auch ein Weg. Ja. Ich hab nichts gemacht. Er schmeißt eine Axt auf mich. Ja, warst auf der Straße, hast die Straße berührt. Das ist so eine Absperrung. Ja, aber ich habe ich nicht berührt, die Straße. Also nicht explizit, ich eigentlich. Boah, wie komme ich da hoch? Oh nö. Da oben ist voll das Zeug drauf. Kommst nicht hoch. Wird man irgendwie runtergeglitscht. Nee, da bräuchtest du die Furzkraft. Nö. Das ist mies. Gibt keinen anderen Weg, oder? Nee, warte mal, ist vielleicht hier. Tot? Nee. Stan würde doch nicht versehentlich unschuldige neutrale Richter ins Visier nehmen, oder? Die Axt fügt neutralen Parteien keinen Schaden zu. Nummer 3 war tot. Du könntest Nasenbluten kriegen. Ah, da oben ist voll der Nougat. Den wir nicht erreichen werden. Nee. Weil es die dunkle Nougat-Materie fehlt. Scheiße. Das nächste Dach ist zu hoch und das Katapult hat ein Schloss. Wir werden kämpfen müssen, um voranzukommen. Au. Boah. Da kommen sie. Attacke. Au. Aber hier der Bullenrun ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auf sie. Der ist schon gut. Der macht schon also Damage, ja. Ja, ja halt nur nicht AOE, ne? So. Außer du skillst den in die Richtung, weil ich habe irgend so einen Skill, damit ich alles so weg... Bullrunne. Nein, die spielen Bullshit. Och, Vampire. Und wie viele? Guck dir es an. Ja, ja, die ganz alte... Wir sind jetzt Vampire. Na gut, dann mach ich auch Bullshit. Nein. Das wird Spieler Boah. 1. Stopp die Blutung! Heil dich! Totems! Friss das! Oh nein! Ich hab einen Bullenrun gemacht und bin vom Dach gefallen. Das ist mies. Krieg ich extra Durchfall. Dann kriegst du extra Durchfall. Aber Stufe 2, ne? Okay, entrücken ja. das Katapult und lass uns weitermachen. Boah, Alter, das war eine krasse... Ich bin tot. Du hast Dünnpfiff, Stufe 2. Da liegt noch ein Heilriegel hier. Da unten liegt auch noch irgendwas Knuspriges. Schau mal. Boah, Alter, wie viel dunkle Materie. Warst du hier unten drin? Unten? Ja, doch, ja, hier war ich schon. Was ist das denn hier? Guck mal. Ein Toter. Das ist hier der so Raketenwerfer-Dude. Mit den Raketenrucksäcken. Ach so, ich hatte schon ein Easter Egg. Der dunkle Magnus. Der dunkle Magnus Knarlsson. Oh! Toll, geh weiter über die Dächer. Toll, geh weiter über die Dächer. Was war das denn? War er gerade am Kacken? Hat er vom Klo aus angerufen? Ich hab keinen Bullshit mehr, du? Du hast noch, ne? Ich hab 2 Bullshits noch. Aber unten ist noch Kram. Ja. Ja, da hinten in der Ecke auch. Oh, da auch! Ist voll viel Kram noch, Alter. Komm mal hier rüber, guck mal. Ja, da musst du alles mitnehmen. Ist wichtig. Es ist wichtig zum Leveln. Looten und Leveln. In welcher Welt würden wir leben, wenn wir sagen, nee, Looten und Leveln ist egal geworden. Das wäre krank. Das wäre richtig geisteskrank. Ich meine, wir sind ja so geisteskrank auf die Art und Weise, aber nicht auf die. Nee, das ist... So, mit so jemandem würde ich zum Beispiel... Hä, aber ist das hier ein zukünftiges Kampfgebiet? Weil hier Spawner sind auch. Ich weiß es nicht. Aber dafür ist ja hier voll viel Optionalkram. Guck mal, da hinten ist auch noch ganz viel in der Ecke, ne? Das ist doch alles zu. Das ist doch richtig Level-Materie. Hat jemand einen Müllcontainer geschissen da hinten? Bequere die Dächer. Ah, wir haben den geheimen Path gefunden. Secret Path. Ist schon irgendwie Secret Path mäßig. Aber angeblich sind ja hier ganz viele Barbaren-Spawner. So. Oh, hier ist nochmal eine Kiste. Materiekiste.
Hier ist irgendwie ist es zu still, oder? Ist doch zu friedlich. Ja. Guck mal, da ist auch noch eine Kiste. Boah, guck mal, du kannst sogar hier noch in sowas rein. Hier, Schatz öffnen. Boah. Wow, unglaubliche Überflamme. Guck mal, hier kannst du auch nochmal rein. Nochmal Materie drin. Was gibt's denn hier für wilde Geheimnisse? Nochmal Materie. Looten und leveln. Looten und leveln, das ist mein Ding. Ja, wir wollen OP werden. Ich will OP mit Karten, werden. Mit Karten das Spiel wieder abbrechen muss. Wow. Ich war da durchgeslider-dashed. War denn da rüber? So schon mal nicht. Ah, da unten war noch Klopapier sogar. Kommen wir nicht von da drüben? Nee, da... Doch. Wir haben ja drüben irgendwie angefangen, ne? Ja, irgendwo da drüben. Hm. Hier ist eine Mülltonne. Ist da noch irgendwas Materiemäßiges? Nee, ne? Nee, aber da sind wir dann runter, ja. Hier haben wir angefangen. Und hier geht's hoch, hier drüben. Hier ist auch nochmal dunkle Materie gewesen. Bisschen Dunkelstuhl zum Level. Wir müssen richtig, ich will voller Scheiße sein, damit ich mein Gehirn weiterentwickeln kann. Ja, klar, mit Scheiße, das wusste ich immer, dass mit Scheiße man sein Gehirn weiterentwickeln kann. Die haben das Katapult kaputt gemacht. Wie kommen die jetzt rüber? Und eigentlich glaube ich, dass das ein Trebuchet ist. Und eigentlich denke ich, du solltest deine dumme Fresse halten, Butters. Neuling, such nach irgendwas Dehnbarem. Ach, guck mal, jetzt kommen wir da in die Gebiete. Wir müssen eine neue Katapultschleuder bauen. Ah, such nach irgendwas Dehnbarem. Deine Mutter? Karls Ringmuskel. Karl? Karls Ringmuskel. Er kennt nicht Ringmuskel Karl von der Reeperbahn. Alter, der kriegt ja gar keinen Schaden da, der Siebklässler oder was ist das für einer? In den Arsch treten. Du kannst mir nichts tun. Wo ist er hin? Oh nein! Ha! Den Bullen run ich doch. Das war ein fieser Schnitt. Aha. Tesla-Spule. Ich blute. Ich blute. Au. Au. Vergiss es. Ich halte halt super viel aus. Ich bin super buff. Das ist dumm. Oh nein. Richtiger Buffberger. Der Buffberger. Hier ist ja, ein Katapultgummi. Das ist perfekt. Schau dich weiter nach gebrauchten Kondomen um. Wir brauchen nur noch ein paar mehr, um das Katapult zu reparieren. Schönes Katapultgummi. Mmm, köstlich. Hier oben ist noch ein bisschen Katapultgummi. Schwachkopf, dein Kumpel geht drauf. Wer geht denn drauf? Du? Weiß ich nicht. Du wagst es? Was ausnahmsweise mal nicht. Alter, wie krass sie sich auch direkt in den Schnee verpieseln. Wenn sie brennen, weißt du? Da zünde ich sie extra schön an. Dann machen die direkt in die Schneenummer. Oh. Wie kann er denn unbesiegbar sein? Oder du sie? Du wagst es? Ich bin nicht feuerfest. So, mal abstechen. Na, warum steht ihr Heiler noch? Mach ihn Platz. Nicht den Bogen. Da wird jemand entführt. Ich hab wow, zu fest. Das nenne ich ist eine wirklich Gummi. Kleine gebrauchte Kondome. Ja. Au. Ihhh! Ihr habt mir ins Gesicht gefurzt! Die Heilerin furzt mich an! Ich muss jemanden wiederbeleben! Hier davon sterben Leute! Hab ich am liebsten! Dafür boah, wirst du bezahlt! Ich werd von allen Seiten angegriffen! Ich burn rein! Bin ja da! Die liegt auf mir drauf! Boah, die machen sich unsichtbar! Nein! Mach dich gefasst auf mehr! Nein! Ich will nicht angefurzt werden! Hast du gerade mich geschlagen? Ah! Ja! Bams! Nein! Nimm das! Boah, die Unsichtbaren sind richtig nervig. Der Heiler ist schlimm hier. Kann ich aufstehen? Ich werde angeputscht schon wieder. Alter, das gibt's doch nicht.
Du bist einfach zu schwächlich. Einfach aufatmen. Deine Armee ist scheiße. Ich hab hier hingekackt und mein Kondom verloren. Aber hier, No Name. Das No Name Kind. Bin da. Spieler 2, du bist der Beste, wenn es darum geht, sich ins Gesicht schlagen zu lassen. Ja, das glaube ich. Du kannst von niemandem nehmen. Steh auf, Mark. Dieses blöde in den Rücken springen nervt, wenn die so an dir kleben. Ja, weil das so Assassinen sind. Die furzen mich dann irgendwie an auch. Großer Schwung. Ja, die geben dir so einen fiesen Bollermann von hinten. Wir müssen hier diesen Heiler zerlegen. Scheiße! Jetzt hole ich mir den Heiler. Meine Güte, weich mal einem Feind aus. Heiler ist weg. Hurra! Oh, Spieler 1, geht's wieder? Hab mir Sorgen gemacht. Ja, ich bin baff. Zu deinen Freunden. Ich kack schon wieder aus Versehen irgendwie. Oh. Ich zertrümmer dir die Knie. Defiklierungstauber hier du bei dir, ne? Meinen 14 nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Aber der nächste. Bist du ein was? Die krapschen immer aus. Ja, ich hab mich ja runtergeburnt. Diese Grapschelei, ne? Ach, du kannst immer nur ein Kondom tragen, ne? Oh, jetzt mit Blitz und Feuer zusammen. Hey, liegt noch ein Gummi rum. Oh, ja, stimmt, das kann ich nicht aufheben. Kannst du kannst immer nur ein Gummi tragen. Aber wie das Gummieren weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bewerten, denn kommentieren und immer mit Schutz. Auf Wiedersehen und tschö. Tschüss.